So, und damit herzlich willkommen zurück zu Builder Simulator. Und heute wollen wir mal schauen, ob wir ein Haus fertigstellen können. Ich würde sagen, wir schauen uns doch erstmal an, was wir hier so zu tun haben. Und dann springen wir natürlich auch rein. Der Bauherr baut das Haus zusammen mit seinem Cousin. Gemeinsam schafften sie es, das Fundament auszuheben und die Außenmauern zu errichten. Leider wurde der Cousin krank und kann nicht bei der Fertigstellung des Hauses helfen. Daher beschloss der Bauherr, ein Bauunternehmen mit dem Innenausbau des Gebäudes zu beauftragen. Dank Bilder... Fiel es dem Helden zu. Okay, wir können, glaube ich, nicht da drin scrollen. Ja. Ich weiß nicht, das liegt vielleicht daran, an der Übersetzung aus Englisch in Deutsch oder. Ich glaube, die Entwickler sind polnisch. Aber egal. Until the family's member got sick. Ah, okay. Our client can't finish his house. Do you understand? We'll help him. It's a great opportunity to gain some recognition. And fame, of course. We just need to erect partition walls, insert windows, doors, and roof. I know you can do it. Come on! Ja, da bist du ja ganz schön optimistisch, ne? Aber probieren wir unser Bestes. Also erstmal sollten wir vielleicht gucken, wie viele Türen und so weiter wir brauchen. Türen brauchen wir 3 Stück, so ähnlich wie letztens. Fenster 4. Alright. Ja doch, das müssen wir eigentlich schaffen. Wir sind halt hier mitten im Wald. Okay, hier haben wir einen Hochsitz. Können wir da hoch? Reines Interesse, ne? Oh ja, können wir tatsächlich. Erstmal hier mit der Armbrust loslegen. Okay, da haben wir wieder einen Kalender. Ist Juli scheinbar. Oder war irgendwann zumindest Juli. Okay. Was haben wir denn sonst hier in der Nähe? Oder ein Pfeil, der hier drin steckt. Okay, da auch überall. Weiß ja nicht. Gab's krasse Waldkämpfe. Nee, sonst ist hier scheinbar nichts. Hinten ist eine Brücke. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Alright, da nicht wirklich irgendwo hin. Oh, da ist Ende. Schade. Aber schicker Wald auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zu unserem Haus und kaufen dann schon mal so ein bisschen Basic Stuff. Ne, Türen und Fenster sind ja die Sachen, die wir als erstes machen wollen. Ah, sehr schön, da sagt uns das Ganze sogar schon, was wir bräuchten in der Theorie. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch sonst hin. Ich weiß nicht, ob wir da bei dem anderen Ding auch Schiebetüren einbauen können. Ich würde es gerne mal probieren. Machen wir das einfach mal so. Könnten wir denn da Schiebetüren ein... Okay, nein, können wir nicht. Na, muss man mal rausfinden. Hier müssen wir 2 mehr Fenster kaufen. So. Was machen wir denn hier draus? Hier so. komplett Metallen. Nee, das passt hier irgendwie nicht so. Ja, why not? Sekunde, wir kommen gleich wieder zurück, Tür. Wir sind gleich wieder da. So, wir wollen mal auf Nummer sicher gehen, dass wir hier überall die Tür einbauen. So, dann sollten wir vielleicht hier mal unseren Akkuschrauber rausholen. Und dann bauen wir das Teil hier mal ein. So. Das geht ja ganz fix. Tür haben wir schon mal. Sehr schön, ab zur nächsten Tür. Hier draußen geht schon ganz schön was ab in der Geräuschkulisse. Das muss man sagen. Darf ich das da oben auch? Sehr schön. So. Dann hätten wir... Hier.
Nochmal einen Akkuschrauber. Müssen wir gleich wahrscheinlich auch ein Gerüst aufbauen, wenn wir da aufs Dach wollen. So. Dann bräuchten wir Fenster. Die auch nur gerade ein klein wenig geglitscht haben. Genau, machen wir das gerade mal. Muss ich dafür rein? Ich muss dafür rein und ich kann nicht durch das offene Fenster. Alright. Wir haben hier noch die Tür offen. So. Einmal hier rum. Dann ab zu den Keilen. Wir arbeiten so langsam vor zu den Sachen, die ein bisschen cooler sind, als einfach nur hier ein Fenster irgendwo einbauen. Na, ich glaube, wir sollten so langsam in die Richtung von anderem interessanten Stuff kommen. Aber weißt du was, machen wir mal sowas. Weiß zwar nicht, ob Marmor da so super viel Sinn macht. Aber kann man ja trotzdem mal machen. Ja gut, das machen wir außen, außen so. Machen wir einfach mal. So, dann hätten wir hier noch ein Fenster. Da nehmen wir... Moment, wir könnten ja erstmal das hier machen. Dann machen wir die beiden nämlich gleich und die anderen beiden auch gleich. Das hier, ne? Ja. Sehr gut. So. Und da unten nochmal. Und dann hätten wir hier für überall so ein paar Keile wieder. So, hier innen hatten wir... Welche hatten wir da gewählt? Verdammt, das sind so viele. Ich glaube, die hier? Ne, die ist abgeschrägt hier. Und die hier ist es nicht, ne? Nee. Aber die ist ja falsch, ne? Also jetzt ein bisschen ungünstig. Ach, wird sich schon keiner drüber beschweren. Alles gut, zur Not sagen wir einfach, wir hatten die andere nicht mehr. War nur noch das da. So, damit hätten wir basically bis auf das Fenster und das drüben schon mal alle der Fenster fertig. Haben wir mal so eins. Ah, sehr schön. So ein bisschen Bauernhausmäßig. Das ist doch nice. Gerade sogar die Achievement bekommen für 100 Schrauben, die wir reingedreht haben bereits. Das ist doch mal was. Richtig produktiv sind wir hier. So, Fenster ist gleich schon fertig. Da gehen wir... Zu was gehen wir hier denn? Mal hierzu und außen dann wieder das gleiche wie sonst auch immer. Das hier und das hier. Ja genau, das haben wir da nämlich auch. So, hier müssen wir noch fertig machen. Sehr schön. Dann einmal das hier. Hätten wir gerne in diesem Look und so rund. Und dann nochmal von außen. Oh, nein, die Schaufel brauchen wir gerade nicht. Gerade so in dem Moment ist sie nicht unbedingt notwendig. Können wir was anders nutzen. So,
hätten wir das doch mal. Trennwände werden in folgende Reihenfolge gebaut. Profile bis zur Decke und zum Boden, dann Gipsplatten, Mineralwolle und dann ist es weg. Ne, steht immer noch da oben. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also, Wandprofile bräuchten wir. Das müssten die hier sein. Ich glaube, wir müssen genau hier schon mal zwei brauchen. Ich weiß nicht. Drüben wollen wir nicht das machen. Okay. Aber auf jeden Fall auf dieser Seite hier. Okay, wir brauchen noch ein paar mehr. So, jetzt aber. So, das hätten wir auf jeden Fall. Was kommt als nächstes? Gipskartonplatte. Beziehungsweise. Doch, auf einer Seite willst du wahrscheinlich erst die Gipskartonplatte haben. So, Moment. Da müssen wir. Oh. Ja gut, da können wir nicht lang. Wir müssen da außen rum einmal. So, dann müssen wir hier wahrscheinlich auf der Seite. Oder auch nicht. Bin ich ein bisschen confused. Nicht? Einsetzen und in die Wandprofile schreiben. Oh, habe ich irgendwo was verpasst? Konnte man irgendwas rein? Oh, ja, wir konnten was reinschrauben. Das habe ich nicht gesehen, sorry. Also aber schön, dass wir das alles alleine können. Niemand uns das halten muss. So, dann müssen wir die einsetzen. Ne? Genau. Dann können wir da im Grunde die restlichen Platten nochmal drauf tun. So. Sehr schön. Fertig, würde ich sagen. Ich glaube, dann müssen wir als nächstes nur noch hier drüben eine Mauern, eine Runde. Tragende Wände. Ich glaube, da ist auch keine Tür geplant. Auf einmal mal ein paar Blöcke und dann müssen wir gleich Mauern gehen. So, sonst, wir müssen uns alles hier wieder selbst eine Runde fertig machen. Genau. Müssten wir dich nicht. Sekunde, muss ich dafür wieder die Hand auswählen? Dann so. Dann gehen wir damit gerade mal kurz rüber. Moment, dann machen wir dich wieder aus. Kippen den Stuff mal wohlwollend da rein. Hoffen, dass das passt. So. Sehr schön. Was? Das ist eine Feuchtigkeitsisolierung. Bauen Sie Blöcke und verlegen Sie sie wie tragende Wände. Feuchtigkeitsisolierung. Okay, das wurde uns im Vorhinein so nicht gesagt. Aber von mir aus. Willst du. Nein? Was willst du dann als Feuchtigkeitsisolierung? Das. Oh, willst du. Willst du da mit Beton? Oh. Das könnte natürlich sein. Willst du dann diese Dinger haben? Alright, scheinbar. Scheinbar sollen wir die hier verwenden. Noch zwei Stück.
Ah, gut. Ich weiß nicht, ob wir die anderen behalten dürfen. I guess, das finden wir dann raus. Ich würde gerade mal schnell auf die andere Seite davon gehen. Könnte ich auch? Nee, kann ich nicht. Kann ich mit Hohlblockstein mauern. Schade. Wow. Machen wir ja so eine komplette Reihe. So. Dann wieder zurück hierzu. Und weiter damit. Ach, das können wir sogar als Minigame machen. Wenn wir da drin halt gut wären, machen wir wahrscheinlich auch mehr als nur zwei. Sind aber nicht gut. Können Sie ja gleich nochmal probieren. Ah. Jawohl, eine ganze Reihe. Bam. Soll uns erstmal jemand nachmachen. Na verdammt, die habe ich verkackt. Ah nee, doch nicht. Okay. Zumindest das Spiel hat es jetzt mal nicht so gewertet, als hätte ich es verkackt. So, wir machen das über Kopf. Das geht schon. Wir kriegen das hin. Sag ich doch. Wenn ein Handwerker bei euch vorbeikommt und das so macht, dann würde ich trotzdem Fragen stellen. So, geht das auch? Oh. Obwohl. Ach, schade. Ich habe gehofft, dass wenn wir das richtig machen, dass das vielleicht doch funktioniert. Also, wenn wir im Grunde springen und dann einen Knopf halten, aber der taucht leider nur auf, wenn wir lange genug oben sind. So. Ob den kriegen wir da aber eingesetzt. Brauchen einen Bauplan, um die Dachneigung festzulegen. Erst dann können sie Dachbalken und Ziegel einfügen. Das heißt, wir müssen erstmal einen kaufen, vermute ich. Dach hier. Walmdach. Okay. Hätten wir. Nein, hier drin nicht. Ah nee, den haben wir hier unten im Inventar. Ja, I guess so. Schauen wir uns mal die Liste an. Das Dach haben wir gekauft, basically erstmal. Neigungswinkel hätten wir auswählen können, fand ich aber so okay. Dann brauchen wir sonst noch Dachbalken. Und Fliesen, scheinbar. Okay. Gar nicht mitbekommen, wo wir Fliesen legen sollen. War das gerade mal mit. Aber ich stelle mich mal kurz nach draußen. Hier drin sollen wir doch nichts mehr machen, ne? Nee. Alrighty. Dann hätte ich mal gesagt, stellen wir uns hier irgendwo ein Gerüst auf. Gerüst. Hier haben wir es doch. Reicht uns doch erstmal. Ich habe das Gefühl, dass das Gerüst hier nicht so effektiv ist, für nach oben zu kommen. Wer hat denn das sich ausgedacht? Da passt doch kein Mensch durch. Okay, so scheinbar schon. Hier oben Fliesen. Oder ist das damit gemeint, dass... Also mit dem, was da oben über uns steht, dass wir die Fliesen am Ende, dass damit Ziegel gemeint sind, das nur komisch übersetzt ist. Das könnte halt auch sein. Gehen wir erstmal runter und schauen mal, dass wir hier... Ja, ich vermute, es kann doch eigentlich nur das sein. Oh. Runde, so. Ein paar mehr. Wir werden es rausfinden. Früher oder später. So, Moment, ich gehe erstmal hier nach oben. Dann machen wir hier erstmal so ein Grundgerüst unten einmal rundherum. Hier auf der Seite noch einmal da und hier hinten. Und dann können wir so langsam anfangen, hier uns ein
kleines Dach zu bauen. So, immer so schön versetzt. Das erinnert mich irgendwie, wir haben mal wir haben mal auf dem Kanal ein Spiel gespielt, wo wir auch Häuser gebaut haben. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es heißt. In dem wir halt auch die jeweiligen Holzplanken uns zurechtschneiden mussten. Und das war ziemlich lustig bei dem Game. Weil es so ein bisschen jank war. Da das nicht immer so richtig hingehauen hat, wie man das erwartet hätte. Und daran erinnert mich das gerade irgendwie, die Art und Weise, wie wir das Dach hier bauen. Das kann sein, dass wir immer noch nicht genug haben. Ich glaube, ein 10er-Pack müssen wir noch mal eins kaufen. Ich habe mich gerade fast in unserem eigenen Dach hier festgebackt. Ja, natürlich, wir brauchen noch mal ein 10er-Pack und zwar für genau 2 Stücker. Danke. I hate it. Beziehungsweise, nee, Sekunde, wir können ja auch einzelne kaufen. So und so. Jetzt können wir uns Dachziegel kaufen. Immer noch weird, dass da Fliesen steht. Oh, da kaufen wir doch direkt mal ein paar. 100 Stück sind ja im Grunde nichts. So, was machen wir denn da? Das hier könnten wir machen. Dürfen wir Farbe wählen? Nein, wir dürfen keine Farbe wählen. Hätte ich sogar vielleicht das hier genommen. Ja, why not? Achso, das verbraucht immer nur eine. Oh, okay. Ich habe gedacht, das verbraucht immer eine ganze Menge Fliesen. Hier sage ich auch schon Fliesen. Eine ganze Menge Ziegel, wenn wir hier so ein Dings legen. Aber es verbraucht hierfür immer nur eine. So. Dann hätte ich gar nicht so viele kaufen müssen wahrscheinlich. Aber das ist ein bisschen unnötig. So, die kleinen Details hier zwischendrin müssen wir auch immer dran denken. Das ist ein richtiger Speedrun hier. Ja. Hier haben wir wieder so einen Zwischenbereich. Ich glaube irgendwie, dass wir das im Tutorial gar nicht gemacht haben, diese kleinen Zwischenbereiche. Dass das Spiel uns die einfach geschenkt hat. Hier versuchen wir aber mal dran zu denken. Hier sehe ich keine mehr. Okay. Dann haben wir die vielleicht schon unabsichtlich gemacht. Mal dort. Ja. Das passt. Ah, so schlecht habe ich gar nicht geschätzt. Wir haben noch 6 Stück übrig. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. So, schauen wir mal, was wir als nächstes für einen Auftrag bekommen. Gehen wir mal schauen hier. Wo ist die Mauer? Das hört sich ungünstig an. Dieses Mal hat der Kunde keine traumatischen Erfahrungen mit Bauherren. Er sucht ein Unternehmen, das sein Haus zu den geringstmöglichen Kosten fertigstellt. Ja, da kann er weitersuchen. Beim letzten Mal hat er nicht genug Geld, um ein Obergeschoss zu bauen, also müssen wir ihm helfen. Tragende Wände und Decken liegen vorn. Okay. Liegen vorn? Übersetzung. Ja, ich sehe es. It won't be too hard for you. Our new client wants his house to look as beautiful as it can be. Direkt mal Gerüst bauen. He was trying to push the construction work. He ran out of money. We need to help him build the floor with bearing walls and ceiling blocks. Sind wir schon dabei? Gehen wir mal gleich nach oben. So. Da sind wir auch schon. Und da willst du wahrscheinlich...
Ja, was willst du da eigentlich für... Ja, das war natürlich jetzt sehr klug von mir. Komme ich da hier raus nochmal? Ja. Was müssen wir denn kaufen? Mörtel, ja klar. Nehmen wir auf die Kelle. Verwende Mörtel, um die Blöcke einzufügen. Kaufe Hohlblöcke im Laden. Baue eine tragende Wand. Aber erstmal müssen wir doch eine Decke bauen. Ja, egal. So, da sind wir schon mal dabei. Perfekt. Und da sind wir auch schon fertig. Und das können wir gerade mal reinkippen. So, ich glaube, das müsste schon reichen. Genau, sind wir schon bei 100%. So. Klettern wir mal. Ja, siehst du, hier können wir noch gar nichts machen damit. Wir müssen erstmal hier die Decke einziehen. Alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben. So, jetzt ist halt die Frage, mit was er die da einziehen will. Erstmal so ein Pflasterstein. Ich würde ja schon davon ausgehen, dass er hier wahrscheinlich mit Betonblöcken eine Decke drin haben will. Das wäre so zumindest die Sache, die ich für logisch empfinden würde. Ich kaufe mal jetzt nicht so viele davon. Okay, denn ich bin falsch, scheinbar. Was will er das dann machen? Kaufe Hohlblöcke im Landbau eine tragende Wand. Hohlblöcke können wir natürlich auch kaufen, aber damit will er doch nicht ein Dach mauern. Also, beziehungsweise ein Dach in... Nein, will er nicht. Was zur Hölle willst du dann? Willst du da Beton gießen? Kannst du da aber ja auch nicht. Weil wir mit unserer Schubkarre so weit nach oben nicht kommen. Ja, das hier ist auch Bullshit. Was sollen wir dann hier tun auf dem Dach? Da sehe ich nichts Logisches. Ich meine, wir können... Karre? Okay, Schubkarren ist da hinten ein bisschen festgebackt. Beziehungsweise wahrscheinlich würde er uns nur folgen, wenn wir hier unten wären. Also könnten wir uns den nur dann zu uns teleportieren. Nee, aber was will der dann sonst hier machen? Leider hilft mir das Raster, was wir hier oben sehen, überhaupt gar nicht. Dabei rauszufinden, was da genau wollt ihr damit arbeiten? Nein. Gott, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Das ist es allerdings auch nicht. Zumindest augenscheinlich nicht. Nope. Was will der denn aber sonst? Vorschlag, kann man erstmal Wand einreißen. Ah, da geht nicht. Nope. Das wird alles keinen Sinn ergeben. Verwende Mörtel, um die Blöcke einzufügen. Ja, nee, aber hier unten haben wir auf gar keinen Fall etwas, was wir tun können. Wir können auch nicht, also es ist nicht so, als könnte ich jetzt einfach hier so eine Wand hochziehen oder so. Wir können das nur dort machen, wo das Spiel uns das hier in dem Fall vorgibt. Genau deswegen bin ich ja so verwirrt.